Hallo und herzlich willkommen bei Discussit Digital. Ich bin Andrina und heute werden wir uns revidierte CO2-Gesetz ein bisschen genauer anschauen. Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels und der Vereinbarung des Pariser Klimaabkommen wollen der Bundesrat und das Parlament durch das revidierte CO2-Gesetz den Klimagasausstoß in der Schweiz weiterhin senken. Bis zum Jahr 2050 soll ein Treibhausgasausstoß von netto null erreicht werden. Das heisst, dass alle vom Menschen verursachten CO2-Emissionen durch Reduktionsmassnahmen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden müssen. Somit kann die Klimabilanz von netto null erreicht werden. Doch von welchen Reduktionsmassnahmen reden wir denn hier genau? Das neue Gesetz sieht vor, dass einerseits eine Flugticketabgabe eingeführt soll werden, ein Klimafonds etabliert wird, sowie neue Vorschriften gelten für den Gebäudebau und den Import von fossilen Brennstoffen. Weiter soll ein Teil der Gelder, die eingenommen wird durch die CO2-Abgabe, direkt an die Bevölkerung rückverteilt oder in klimafreundliche Projekte investiert werden. Befürworter vom neuen Gesetz argumentieren, dass die Temperatur in der Schweiz doppelt so stark ansteigt wie im weltweiten Durchschnitt. Die Massnahmen vom alten Gesetz reichen darum nicht aus, um das Schweizer Klimaziel zu erreichen. Das neue Gesetz ist eine Kombination aus finanziellen Anreizen, Investitionen und neuen Technologien und stärke darum auch die Schweizer Wirtschaft. Weiter sagt das neue Gesetz sozialverträglich und soll Klimaungerechtigkeit reduzieren. Wer mehr CO2-Emissionen verursacht, soll dafür zahlen, während wer sich einsetzt für innovative Lösungen finanziell belohnt wird. Die Gegner, die das Referendum gegen das neue Gesetz ergriffen haben, sehen es ein bisschen anders. Sie argumentieren, dass das neue Gesetz in erster Linie viel zu teuer sei. Es sei eine finanzielle Belastung für Familien, wenn beispielsweise die Preise für Benzin oder Heizöl steigen werden. Die Schweiz ist verantwortlich für nur 0,1% der weltweiten CO2-Emissionen. Das neue Gesetz nütze also nur sehr wenig, weil die Schweiz verantwortlich ist für nur einen sehr kleinen Teil der weltweiten CO2-Emissionen. Weiter führt das neue Gesetz zu viel Bürokratie. Und das schadet im marktwirtschaftlichen System der Schweiz. Soviel zu der Einführung zum neuen CO2-Gesetz. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass bei der Diskussion. Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Online-Podium. Ich begrüße ganz herzlich Martina Munz, Nationalrätin von der SP aus dem Kanton Schaffhausen und den Manuel Struppler, Nationalrat von der SVP aus dem Kanton Thurgau. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei seid. Jetzt komme ich gerade mit der ersten Frage an Martina. Wieso sind denn die Massnahmen vom alten CO2-Gesetz nicht mehr ausreichend, um das Schweizer Klimaziel zu erreichen? Wieso braucht es ein neues Gesetz? Also wir sehen, dass der Klimawandel fortschreitet. Wir haben das Klimaabkommen mit Paris, dass wir bis im Jahr 2030 das 1,5-Grad-Ziel haben. Und mit dem heutigen alten CO2-Gesetz erreichen wir nicht einmal die 20%, die wir im Jahr 2020 wollen erreichen. Nicht einmal die haben wir erreicht. Also wenn wir wollen, den Klimawandel bremsen, dann müssen wir es fürschen machen. Und zwar vor allem bei der Mobilität. Martina sagt, wir müssen wirklich Fürsche machen. Wir haben eigentlich noch nichts erreicht, was wir wollen. Manuel, du bist gegen das Gesetz. Warum? Ja, also man darf nicht sagen, wir haben nichts erreicht. Vielleicht, wenn man auf die Frage, wir haben relativ viel erreicht, weil man natürlich auch immer wieder berücksichtigen, dass wir jetzt mal pro den Gesamtverbrauch anschauen, den Gesamtausstoß von CO2. Und früher haben wir noch pro Kopf Ausstoß geredet. Pro Kopf Ausstoß haben wir eben mehr erreicht als den Gesamtausstoß. Aber wir sind natürlich in der Schweiz auch recht gewachsen in den Jahren an Bevölkerung und haben natürlich auch darum einen höheren CO2-Ausstoß und einen höheren CO2-Verbrauch, weil wir mehr Leute da sind. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben nichts erreicht und darum braucht es sicher ein neues Bestrafungsgesetz, sondern es braucht Innovation und das schafft man nicht, indem man einfach Leute bestraft, die vielleicht eben nicht ausweichen können, wie Gewerbebetriebe, die darauf angewiesen sind, auf Fahrzeuge oder Landbevölkerung, die mehr darauf angewiesen sind, Stadtbevölkerung, auf den Motorisierverkehr. Also der Manuel plädiert für Innovation statt einem neuen Gesetz. Jetzt Martina, wieso lange das nicht? Wir sind doch so ein innovatives Land. Kann man da nicht ohne Gesetz gehen?
Wir müssen eben die Rahmenbedingungen für die Innovationen müssen wir eben schaffen. Die schaffen wir genau mit dem Gesetz. Wir haben einen Klimatopf und in dem Klimatopf haben wir unter anderem einen rechten Bereich vorgesehen, damit man Innovationen fördern kann. Und Innovationen können wir nur machen, wenn auch die Industrie und das Gewerbe angeregt ist, die Innovationen im eigenen Land zu nutzen und das dann auch als Exportschlager ins Ausland zu exportieren. Genau das macht unser Gesetz. Ja, da muss ich ein bisschen widersprechen, also Martina, von dem Topf, das stimmt, es gibt ein Töpfchen, sage jetzt mal, ein Drittel geht in den Topf, die anderen zwei Drittel tun wir umverteilen über Krankenkassen oder über die Arbeitgeberbeiträge, die tiefer werden, die Abzüge. Und ich muss einfach daran erinnern, wir sind nicht eine Insel in der Schweiz, CO2 ist weltweit und es nützt nichts, wenn wir da Bedingungen so machen, dass die einen Betriebszweige oder die einen Industrien nachher einfach im Ausland produzieren, wie sie in der Schweiz Zürich hat CO2-Bestrafung, dann haben wir nichts erreicht weltweit, dann wird das CO2 einfach an einem anderen Ort ausgestoßen und wir importieren nachher die fertigen Produkte. Da gibt es ein gutes Beispiel, die Textilindustrie haben wir eine gute gehabt in der Schweiz früher, man hat sie nachher da verunmöglichen mit neuen Abgaben, mit neuen Vorschriften, was die Arbeitssicherheit anbelangt, die Umweltstandards erhöht, das ist alles okay und gut, aber das Problem haben wir nicht gelöst, jetzt wird es einfach in Bangladesch produziert und das ist bei CO2 ja so, das ist global, das können wir nur global lösen und da nützt es nichts, wenn wir die Schweiz einfach die einen bestrafen und zahlen lassen für etwas, wo wir nachher umverteilen wollen. Also, wir bestraft gar niemand. Und es ist so, dass wir mit der UNO das Abkommen haben, dass weltweit alle müssen beitragen. Und da können wir nicht einfach sagen, als Schweiz sind wir so klein, da müssen wir nicht beitragen. Da müsste ich auch meine Steuern nicht zahlen, weil meine Steuern spielen keine Rolle. Das gesamte Steuereinkommen von der Schweiz. Also, alle müssen ihren Beitrag zahlen. Die EU geht sogar noch weiter, die hat ein höheres CO2-Ziel als wir. Und es ist wichtig, damit wir eben unsere Innovationen können, in die Welt raus exportieren, dass wir da in der Schweiz unsere Rahmenbedingungen so gestalten. Und wir haben eine Rückverteilung, dass es auch sozial gerecht ist, dass eben die Schwächeren in unserem Land nicht darunter leiden. Martina hat das aufgenommen, Stichwort Zahlen. Sie hat auch schon den Klimafonds erwähnt. Jetzt ist es ja so, dass eben es kostet auch etwas, das Gesetz. Wir Bürgerinnen und Bürger müssen, es kommen mehr Kosten auf uns zu, die sollen aber rückverteilt werden in den Klimafonds. Jetzt, Manuel, ist das nicht eine gute Sache? Wieso ist das Gesetz trotzdem zu teuer für dich? Ja, die einen Punkte haben wir schon diskutiert, ob es teuer oder nicht teuer ist. Vielleicht noch schnell, die EU hat ein strengeres Gesetz. Die EU zahlt jetzt neu den 56 Euro pro Tonne CO2. Bei der Schweiz kann es über 200 Franken sein. Also Bestrafung in der Schweiz für CO2-Ausstoß ist mit den Kosten gerechnet sicher höher wie der EU seine Ziel. Und warum ist es ungerecht oder warum kostet das Gesetz zu viel? Mieter werden am Schluss Zeche zahlen. Die Mieter, die jetzt Ölheizung haben oder mit fossilen Brennstoff heizen, die werden nachher mehr Nebenkosten zahlen. Wenn man aber sagt, nein, man tut sanieren und baut dann gerade die Liegenschaft um, dann nutzt der Vermieter gerade die gleiche Chance, zum Mieter aufzutun und zu sagen, das war eine grosse Investition gewesen. Jetzt tun wir die Miete ein bisschen auf. Also entweder zahlt man es über höhere Miete oder höhere Nebenkosten. Und wenn man es dann nachher mit der Krankenkasse in die Rente bekommt, wenn man etwas umverteilt, wo nachher in irgendeinen Topf hineinkommt, wo alle ein bisschen drin mischelt, dann kommt sicher nicht mehr gleich viel Retour, wie man einmal in den Topf hineintun hat. Das kennen wir wie allen anderen, diesen Töpfchen. Und darum ist es total ineffizient, oder? Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt sicher auch Mitarbeiter, die es werden zahlen, nämlich mit dem Arbeitsplatz. Aus meinem Berufsfeld, auf dem Bau, wenn die CO2-Abgabe auf Zement und so viel teurer wird, dann werden die Produkte in all die anderen Länder produziert und in der Schweiz importiert. Und am Schluss sind wir gleich weit, aber die Arbeitsplätze sind weg. Auch da zahlt nachher sicher der einfach Mitarbeiter. Und ich, der auf dem Land draussen wohne oder fast auf dem Land draussen, kann auch nicht gleich mich einfach anpassen. Ich brauche vielleicht andere Fahrzeuge. Ich habe nicht gerade eine Busstation vor meiner Wohnung, wo ich einsteigen kann, die öffentlichen Verkehrsmittel. Und auch da werde ich ungerecht bestraft, nur weil ich an einem anderen Ort wohne, wie vielleicht jemand, der besser ÖV angeschlossen ist. Und darum ist es ganz ein breiter Strauß, der das Gesetz zahlt. Das sind am Schluss mehrere Milliarden. Und jemand zahlt die. Und es ist noch spannend, wir haben jetzt gerade die Finanzkommission Zahlen bekommen, wo wir Einnahmen haben, über 4 Milliarden bei der
jetzt habe ich gerade einen Hänger bei den Steuern für Benzin und Diesel und Heizöl. Die werden natürlich nachher auch retto gehen. Und wenn wir weniger Einnahmen haben über die Selbststeuer, dann nachher werden wir irgendwo das Geld auftreiben, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Dann wird es über Steuern eingenommen oder irgendwo anders werden die Einnahmequellen gesucht. Also am Schluss kostet sicher etwas und es ist ungerecht, weil es ja, die einen mehr belastet als die anderen. Ja, jetzt muss ich halt auch ein längeres Votum machen, weil du hast, Manuel, ganz, ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Wenn du Mieterinnen und Mieter so ein Herz hast fürs, dann schau doch mal, was Mieterinnen und Mieter beschlossen haben. Sie haben die Stimmfreigabe beschlossen, weil sie gesagt haben, mit dem Gesetz werden sie nicht belastet. Und das ist auch so, dass sie nicht belastet werden, wenn man investiert in CO2-Massnahmen, also in Dämmung und eine neue Heizung, dann werden ihre Nebenkosten tiefer sein. Und weil sie eben durch den Staat die Immobilien, also dafür die Investitionen Geld überkommen, dürfen sie das nicht auf den Mieter überwälzen. Also da haben wir es doch, dass das Mieter eben nicht belastet. Und wir haben es ja genau ausgerechnet für eine Familie, eine vierköpfige Familie. Sie hat eine Wohnfläche von 128 Quadratmeter. Sie hat ein kleines Auto, fährt 12'000 Kilometer. Sie geht einmal, also ein Benzinauto, muss ich noch sagen, sie geht einmal pro Jahr in die Ferien, Kurzstreckenflug mit dem Flugzeug, mit der ganzen Familie. Und die Familie wird genau, also mit Erdöl geheizter Wohnung, mit Benzinauto, mit einem Flug, die wird belastet mit 100 Franken im Jahr. Und wenn sie zum Beispiel auf den Flug verzichtet, kommt sie über die Krankenkasse noch Retourgeld über. Wenn sie jetzt statt einem Benzinauto ein Elektroauto hat, dann kommt sie noch mehr Retour über. Und wenn dann ihre Wohnung noch saniert ist und mit Wärmepumpe läuft, dann kommt sie sogar sehr viel Geld zurück über. Also wir sehen, Familien sind es nicht, die das belastet, auch nicht die kleinen Einkommen, es sind viel Flüger, was belastet. Und wenn du die Industrie ansprichst und sagst, die könnten ins Ausland produzieren, nein, der Emissionshandel ist jetzt international, wird miteinander koordiniert. Die Emissionshandelsabkommen gehen auf und sie haben nicht mehr die Möglichkeit, einfach zum Ausweichen. Also das Ganze ist sehr gut auf soziale Gerechtigkeit abgestimmt und schaut auch, was Arbeitsplätze gibt, weil wenn wir da investieren, jetzt schicken wir 8 Milliarden in die Erdöl exportierenden Länder. Und wenn wir das Geld da bei uns investieren, in Wärmedämmung der Häuser, in neue Technologien, dann schaffen wir da hochwertige Arbeitsplätze und haben die Wertschöpfung in der Schweiz. Also das klingt jetzt schon mal alles relativ gut, wenn ich jetzt Martina so zuhöre. Jetzt, ich kann noch auf ein schönes Zitat von Manuel zurückkommen, das vorne gefallen ist. Und so hast du gesagt, Schweiz ist keine Insel. Das finde ich wirklich sehr schön, dass du das so sagst. Und ich kann jetzt gerade anschliessen da das Votum von der Martina. Kann denn mit dem neuen Gesetz der Klimawandel effektiv bekämpft werden? Weil ich habe jetzt dieses Zitat so interpretiert, dass es vielleicht nicht lange, wenn nur die Schweiz da etwas unternimmt. Ja, es ist ja spannend, oder, dass Martina sagt, wir können auf der ganzen Welt auf die Politik von diesen Staaten Einfluss nehmen, weil da wissen wir ja, wenn man kann sagen, es ist nachher kein Problem, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man die Arbeitsbedingungen anschaut, die Textilindustrie bei uns sind viel besser und wir können es auch nicht beeinflussen, dass jetzt Bangladesch besser sind, obwohl das sinnvoll wäre. Und da ist es schon noch spannend, dass Martina sagt, wir können nachher, das sind internationale Verträge und China, wo jedes Tag zwar auch Atomkraftwerke baut, wo ja CO2 neutral sind, aber auch sehr viel Kohlekraftwerke gebaut. Da können wir dann auch nicht darauf Einfluss nehmen, dass die weniger CO2 ausstoßen. Also das ist, glaube ich, eine Traumvorstellung und darum sage ich, CO2 ist etwas Globales. Wir müssen es global lösen und wenn wir ganz ehrlich sind, dann können wir nur unseren eigenen Konsum retrofahren und da hat nichts mit Bestrafen zu tun. Das, was wir jetzt machen, ist einfach, wir können so weiterfahren, wie wir wollen, wenn wir bereit sind, um die Strafe dafür zu zahlen.
Früher hat das Ablasshandel geheissen bei den Katholiken, oder? Wenn man das macht, dann kann man weiterhin in die ganze Welt rumfliegen und auf Kosten von der ganzen Welt CO2 ausstoßen. Das ist einfach total der falsche Ansatz, oder? Wir sind ein Land, wo durch Innovation stark geworden ist. Und wenn schon, müssen wir SEP fördern und SEP voll unterstützen, dass wir als innovative Produkte exportieren können, die eben dann den anderen Ländern helfen, um den CO2 zu reduzieren. Aber darauf hoffen, dass wir da mit den Verträgen, die international abmacht, dass nachher die Länder, die natürlich von dem profitieren, wenn die in den einen Ländern die Industrie retten können. Ich meine, wir wissen, was alles von China kommt, nicht erst seit Corona. Die werden sicher nicht ihren Wohlstand opfern, dass sie unsere Ziele verfolgen in der CO2-Reduktion. Oder? Und da muss man einfach vor Augen haben, dass der im Promille-Bereich ist, was die Schweiz doch dazu beitragen kann. Das heisst nicht, dass wir nichts mitmachen. Aber es darf nicht so sein, dass wir Bestrafungspolitik aufbauen, sondern müssen Innovation fördern und das geht nicht mit bestrafen. Also wir stimmen gleich ab über das Gesetz, wo jetzt eigentlich der Manuel die Effektivität anzweifelt. Jetzt Martina zum Schluss, wieso bist du für ein nationales Gesetz, das ein internationales Phänomen bekämpfen will? Wieso sollte man da dazu ja stimmen? Wir haben mit dem Pariser Abkommen abgemacht, dass alle Länder ihren Beitrag leisten, nach dem Möglichen. Und die Schweiz als reiches und fortschrittliches Land mit sehr viel Innovation und auch sehr viel Forschung und Technikmöglichkeiten, wir können da einen grossen Beitrag leisten, wenn wir die Rahmenbedingungen so stellen, dass auch bei uns die Innovationen können Fürsche machen. Und darum sind auch die Wissenschaftler und die Forschung sind sehr für das Gesetz. Und wir haben es so ausgestaltet, dass es sozialverträglich ist, also als die Schwächeren von unserem Land nicht trifft. Und darum denke ich, dass wir mit dem Gesetz in die richtige Richtung gehen. Aber es ist ein erster Schritt und wir werden noch viel müssen tun, um den Klimawandel zu stoppen. Gut, ich glaube, es bleibt eine offene Diskussion zwischen den Gesprächsteilnehmenden, ob jetzt das Gesetz die richtige Lösung dafür ist oder nicht. Aber ich danke euch schon mal an dieser Stelle, Martina und Manuel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Braucht die Schweiz ein neues CO2-Gesetz inklusive einer Flugticketabgabe und neue Vorschriften? Oder ist es schlichtweg zu teuer und dient gar nicht der Bekämpfung des Klimawandels? Was ist eure Meinung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch mehr Informationen zu dieser Vorlage, findet ihr diverse Links in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, folgt uns auf Insta und Twitter, liket uns auf Facebook und lasst uns doch ein Abo auf YouTube da.